Guten Tag, mein Name ist Matthias Beat Reisinger. Ich habe mich zur FSW Gundratswahl angemeldet, um gewisse Sachen aufzuklären. Was für meiner Meinung nach ist für mich das Behindertengleichstellungsgesetz, was man erklären sollte den Leuten. Weil ich erkläre es euch am Rand eines Beispiels. Im Hintergrund sind Pinguine, wie ihr seht, aber nicht nur aus irgendeinem bestimmten Grund. Wenn man nachdenkt, zu welcher Kategorie Tiere die Pinguin gehört, gehört zur Kategorie Vögel. Aber laut dem, was wir wissen, was Vögel sind, müssen Vögel fliegen können, weit sehen können, gut sehen können halt, und sie sollten springen können. Das Problem aber ist, der Pinguin wird bezeichnet als flugunfähiger Vogel und dadurch wird er auch als behinderter Vogel bezeichnet. Das ist gerade nicht fair. Er kann auch nicht weit sehen. Aber wenn man die Kulisse da hinten anschaut, naja, laut denen müsste man ja schauen, ja, da, mein guter Freund, der Pinguin, der kann also nicht gut sehen, er muss eine Brille tragen. Setz ihm eine Brille auf. Er kann nicht gut fliegen. Geben wir ihm ein Jetpack. Also eine Rakete. Einen Moment. Nehmen eine Rakete, dass er ja fliegen kann. Also eine Rakete, dass er fliegen kann mit Brille. Naja, er kann ja immer noch nicht springen. Dass er ja springen kann. Ziehen wir ihm diese Batschen an. Mit Sprungfedern natürlich. Natürlich auch. Aber ist das wirklich Gleichberechtigung? Im Prinzip, man quält ihn dazu, in eine Schublade reinzupassen, dass er ja dorthin gehört, nur weil das der Standard ist. Was wir als Menschen oder in der Tierbereich, weil wir glauben, wenn er ein Vogel ist, muss er das können. Das Problem ist aber, die Frage ist jetzt, was ich mich stelle, ist, das gibt es nicht immer in der Natur. Weil die Natur hat seine eigenen Spielregeln. Denn wo lebt der Pinguin? Wir sehen es gerade im Hintergrund. Der Pinguin liegt am Südpol oder am Nordpol. Da ist jetzt die Frage. Kann man am Nordpol eigentlich fliegen? Ja, mit Flugzeug schon, aber die fliegen über den Wolken. Also, wohl kein Wind geht wirklich mehr. Aber sonst, wenn der Wind geht und blizzert, was passiert? Man fliegt nach unten, weil die Vögel frieren ein. Das ist mal das erste Problem. Also, gut, wenn wir jetzt rausgehen und es schneit im Winter, und es schneit extrem, können wir auch nicht weit sehen. Also im Prinzip die Schwäche, was der Pinguin hat, das Kurzsichtigsein, ist auch nicht wichtig. Weil wir können ja auch nicht weit sehen, also hätten wir die Schwäche auch wie der normale Vogel. Also fliegen haben wir abgehackt auch schon. Gehen wir auf das nächste. Der Pinguin muss springen. Wenn er jetzt springt, dort wo er ist, auf seinem im Südpol, wo es Eis gibt, würde ich eher mal behaupten, das ist nicht so toll, weil ich glaube, da fliegt er meistens auf den, naja, nach vorne oder verletzt sich halt. Wir wollen es jetzt nicht bleiben. Also im Prinzip, nein. Aber wie bewegt er sich fort, der Pinguin? Auf seinen Bauch, sliden, glatt, glatt. Und das schafft er und auch sehr schnell sogar. Das ist mal die Bewegung. Dann seine nächste Stärke ist, er kann sehr gut tauchen unter Wasser und das Ganze alles. Weiterhin, er kann sehr gut aus dem Wasser rausspringen. Also er schafft dann weiter, was sind noch seine speziellen Fähigkeiten? Er ist teamfähig. Er ist sehr bezogen auf Team und Liebe und Familie. Er tut seine Schwächsten in seinem Team, tut er sogar aufwärmen, also in der Gruppe halt. Man sieht das im Hintergrund jetzt von mir, diese Bilder, das ist eine Pinguinkolonie und die helfen sich gegenseitig. Aber was hat es jetzt, sagt ihr euch bestimmt, mit dem Behindertengleichstellungsgesetz zu tun? Naja, wenn wir natürlich Aussehen beurteilen täten, würde ich mal sagen, ja, Pinguin, flugunfähiger Vogel, behindert. Gut. Schauen wir mal den anderen an. Ja, wenn ihr dieses Bild hier seht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jetzt würden wir jetzt den Laptop da wegnehmen. Weiß nicht, ob ihr ihn seht oder nicht. Ich hoffe, ihr seht ihn. Wenn ich das jetzt berücksichtige und ich jetzt sage, den Herrn auf der Straße sehe, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, der Typ, naja, der braucht viel Hilfe, der kann nichts, der ist nichts. Aber wenn man jetzt wüsste, dass der Typ Stephen Hawking ist und intelligent ist, so intelligent ist, dass er Physiker ist, der sogar gut ist, ein guter Physiker ist. Und ja, natürlich, jetzt fragt man sich, ja, aber der ist so klug.
Naja, sein Vorteil war, er hatte zwei Leute, die also an ihn geglaubt haben. Erstens mal seine Freundin, seine Lebensgefährte oder Lebensgefährtin. Punkt. Und sein bester Freund. Diese zwei Leute haben ihm geholfen. Also im Prinzip, wenn ihr einen Lebensgefährten habt oder eine Familie habt, die helfen euch natürlich auch. Das ist wirklich gut, wenn sie euch helfen. Aber der beste Freund oder die beste Freundin kann für euch sein, das FSW. Und kann euch dabei helfen, eure Träume oder eure Bildungschancen zu erhöhen. Ihr müsst nur den ersten Schritt wagen. Und das ist meine Meinung. Und dafür ist meine Meinung. Weil, die meisten Jobs, was wir kriegen, die Menschen mit Beeinträchtigung, kriegen die meisten keinen Job, weil sie einfach nur an ihren Schwächen beurteilt werden. Oh, der hat kurze Hände, der hat solche Hände, die was nur so vorgehen. Er kann nichts, er ist dumm vielleicht. Entschuldigung, wenn ich dumm sage, es tut mir leid. Ja, der wird doch nie Stapler fahren können. Ich habe so einen Mann kennengelernt und der Mann kann sehr gut Stapler fahren, ist sehr guter Lagologist. Ich weiß nicht, ob du dieses Video irgendwann siehst. Ich danke dir, dass ich dich wieder sehen durfte. Dann, ich habe andere Leute kennengelernt. Taubstumme Menschen. Ich habe gelernt, dass sie, was, Entschuldigung, ich beleidigt bin, die nicht hören können und nicht sprechen können, halt die Menschen, was kein Deutsch deswegen können, werden benachteiligt in der Berufsschule. Was ich ein bisschen komisch finde. Man sollte den fördern. Nämlich, ich habe gesehen, wie gut wenn die arbeiten, wie gut die leisten können. Aber außerhalb der Firmen, keiner gibt ihnen Chancen. Und ich finde, dafür sollte man sich einsetzen. Für diese Gleichberechtigung. Dass Menschen, die was taubstumm sind, die es nicht reden können, auch die Chance kriegen, sein zu dürfen, wer sie sein wollen können und ihren Job ausleben dürfen. Ich bedanke mich für meine Lehre. Ich bin Elektriker. Ich habe eine Lehre aus Metallarbeiter Schlosser gemacht. Ich habe viele Jahre lang gedacht, unnötig. Aber jetzt, wie ich mir das denke, die haben gewusst, ich bin medikamentös sehr gut eingestellt und haben mein Potenzial und meine Stärken gesehen. Meine Meinung ist, man sollte nicht nach den Schwächen beurteilen, den Menschen, sondern nur nach seinen Stärken. Und nach den Stärken sollte man greifen und diese Stärken sollte man fördern. Mein Name ist Matthias Bernhard Reisinger. Ich hoffe, ihr seid dabei bei der nächsten FSW-Kundenratswahl.